Ja, guten Morgen. Schön wieder hier im Vortrag zu sein. Ich möchte mich auf den Text in Epheser Kapitel 5 im Vers 21 nochmal vorlesen. Hier steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. In der Furcht Gottes. Das Thema heute ist Unterordnung untereinander, Unterordnung generell. Die Überschrift lautet Gehorsam und Unterordnung. Gehorsam und Unterordnung. Was ist Unterordnung? Ich möchte, bevor ich das einmal definiere, zwei Verse, der erste Vers aus dem Johannes Kapitel 14, 15 vorlesen. Da sagt der Herr Jesus, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das heißt, wenn wir den Herrn Jesus lieben, wenn wir ihn anerkennen und schätzen, dann halten wir seine Gebote. Der zweite Vers lese ich aus dem Josua, im Buch Josua Kapitel 1, schlagt mit mir gemeinsam Josua Kapitel 1. Josua ist nach den fünf Büchern Moses, das heißt Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium und dann kommt gleich Josua, das erste Kapitel. Josua Kapitel 1, ab Vers 8. Da steht geschrieben, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Hier lesen wir, dass Gott dem Josua einen Auftrag gibt. Er gibt ihm diesen riesengroßen Auftrag, nachdem Moses gestorben ist, sagt er, forsche in dem Buch des Gesetzes und weiche nicht davon, weder zum Linken noch zur Rechten, damit du Gelingen hast auf deinem Weg. Was ist Unterordnung? Was ist Unterordnung? Die Bibel gibt eine ganz klare Definition, was wir unter Unterordnung verstehen. Wir lesen im 1. Petrus Kapitel 3, schlagt mit mir gemeinsam 1. Petrus Kapitel 3 auf. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 5. Da lesen wir, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Das heißt, wir lesen hier in diesem Kapitel, im 1. Petrus 3, Vers 5, dass Unterordnung mit Gehorsam gleichgesetzt wird. Weil hier steht ja, wie Sarah dem Abraham gehorchte und im Vers 5 steht, wie sie sich den Männern unterordneten, die Frauen, die Heiligen. Wie sie dem Abraham gehorchte. Das heißt, Unterordnung wird hier gleichgesetzt mit Gehorsam. Okay, Gehorsam. Jetzt werden vielleicht einige meinen, weil wir von diesem Zeitgeist ein bisschen getrieben sind, Gehorsam, wir sind doch im 21. Jahrhundert, Bruder Andi, wie kannst du von Gehorsam sprechen? Das kann doch nicht sein, dass das die Bibel wirklich meint. Weil wir sind doch nicht zu Zeiten von Hitler oder von Stalin oder keine Ahnung was. Dort hat man Gehorsam leben müssen, aber jetzt gibt es kein Gehorsam mehr. Jetzt gibt es nur mehr Liebe und Freude und dies und das. Ja, was sagt der Herr Jesus in Johannes Kapitel 14? Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Na, wie soll ich seine Gebote halten, wenn ich nicht gehorsam bin? Während vieles, was der Herr Jesus sagt, direkte Befehle sind, tu dies, tu das und so weiter, die 10 Gebote. Wie soll ich Jesus lieben, der uns die 10 Gebote gegeben hat? Jesus ist Gott, ja? Er hat uns die 10 Gebote gegeben. Und wie soll ich das halten, wenn ich nicht gehorsam bin? Das wird keinen Sinn machen, das wird keinen Schluss machen. Die Bibel sagt ganz klar, Unterordnung und Gehorsam sind Synonyme. Und wenn du dich unterordnest, aber nicht gehorsam bist, dann ordnest du dich nicht unter. Okay? Was auch immer jetzt da, oder wer auch immer sich jetzt da wem unterordnet, da komme ich jetzt gleich drauf, was für uns wichtig ist als Christen. Das ist eine sehr praktische Predigt heute, das heißt, spitz deine Ohren, es könnte dir vielleicht helfen. Ja? Und wenn du schon alles weißt, ist auch in Ordnung, dann kannst du es einfach wiederholen, revidieren und nochmal festigen, das Ganze. Ich habe nochmal im Duden nachgeschaut, was die dudenische Definition von Gehorsam ist, oder von Unterordnung ist. Im Duden steht, sich in eine bestimmte Ordnung einfügen und sich nach dem Willen, den Anweisungen oder ähnliches eines anderen oder den Erfordernissen, Gegebenheiten richten. Ich finde eigentlich, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, abgeschwächt. Ja, wenn das steht, man soll sich halt danach richten irgendwie, nicht? Richte dich danach nach dem Willen des anderen.
Ich finde Gehorsam besser. Ich finde Gehorsam macht es ganz klar, es bringt es auf den Punkt. Hey, wenn der Herr was sagt, ja und Amen, dann mache ich es, okay? Oder wenn der Leiter der Gemeinde was sagt, hey, wir gehen jetzt dort 10 gewinnen, passt, machen wir. Wir sind gehorsam, wir ordnen uns unter der Leiterschaft und so weiter und so fort. Das finde ich viel stärker, es ist viel klarer, es macht das viel klarer für den Zuhörer, was das bedeutet. Aber wenn man sagt, hey, wir richten uns einfach danach, wir richten uns nach der Dutschen Definition, sagen wir richten uns nach dem Willen des anderen, dann kann das ein bisschen verweichlicht werden, ein bisschen aufgeweicht werden und sagen, ich muss mich eh nur irgendwie daran richten. Okay? Deswegen finde ich die biblische Definition viel besser, obwohl der Duden natürlich auch ganz klar ist, ja, das heißt, Wille von Person A ordnet sich dem Willen von Person B unter. Und das ist auch das Ganze, das war es auch. Ja? Wir haben hier zwei Personen, oder von mir aus auch eine Gruppe und eine Person. Okay? Und Person 1 will Weg A. Person 2 will Weg B. Oder Gruppe und so weiter, könnt ihr das zusammendenken. Was ist die Lösung? Was machen wir jetzt? Ja, fangen wir einen Krieg an, oder? Streiten wir uns die ganze Zeit? Schlagen uns die Köpfe ein? Ich habe es gelesen in der Zeitung, der Zuckerberg und der Elon Musk wollen sich jetzt da bekämpfen, nicht? In einem Boxkampf. Nur weil der Zuckerberg gesagt hat, ich will was Ähnliches wie Twitter machen, hat er noch alle Tassen im Schrank? Der hat doch nicht einmal, ist in Ordnung, dass jemand Konkurrenz bringt? Müssen sich gleich streiten deshalb, ja? Aber das ist die Lösung der Welt. Wenn jemand einen Weg wählt und der andere einen anderen Weg wählt, die zwei kennen sich, vielleicht haben wir eine Beziehung zueinander, dann streiten wir einfach. Oder weißt du was? Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht ist dein Weg gleich mein Weg. Dann freuen wir sich. Ja, dann bleiben wir zahm. Aber sobald dieses eine Thema kommt, wo der eine andere Meinung ist und der zweite diese Meinung hat, dann kommt es eben zum Streit. Und das ist eine sehr weltliche Lösung. Und ich möchte aber erklären, was die theoretischen Möglichkeiten sind. Also es ist nicht immer falsch. Es ist nicht immer falsch, getrennte Wege zu gehen. Jetzt bitte versteht mich nicht falsch. Ich rede jetzt nicht von der Ehe. Okay? In der Ehe ist es natürlich immer falsch, dass man sich scheidet. Da gibt es keine Ausrede. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, dass Unzucht vor der Ehe passiert ist, wo jemand angeschwindelt wird, wenn die Frau sagt, ich bin jungfräulich und der Mann sagt, okay, juhu, ich heirate dich und dann kommt raus, hey, ich war gar nicht jungfräulich. Das ist die einzige Ausnahme. Wenn jemand angeschwindelt wird, dann kann man die Ehe sozusagen rückgängig machen. Scheiden, sagt der Herr Jesus, außer aufgrund von Unzucht, das bezieht sich auf vor der Ehe. Okay? Das ist eine Ausnahme, aber versteht mich bitte nicht falsch. Ja, es gibt gewisse Situationen im Leben, wo Menschengruppen oder Menschen miteinander nicht mehr können und sich trennen müssen. Aber ich rede hier nicht von der Ehe. Von was rede ich hier? Schlagen wir gemeinsam Apostelgeschichte Kapitel 15 auf. Apostelgeschichte Kapitel 15. Das heißt, ja, eine Möglichkeit ist es, getrennte Wege zu gehen. Schauen wir uns das Beispiel von Paulus und Barnabas an. Paulus und Barnabas waren zwei treue Diener des Herrn, ausgesandt durch den Heiligen Geist. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 4, 9 sind sie zusammen, in 11 machen sie was gemeinsam und so weiter und so fort, bis zum Kapitel 15. Weil da passiert etwas Blödes. Okay, lesen wir es einmal gemeinsam. Hier steht, ab Vers 36, Apostelgeschichte 15, ab Vers 36, nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen und er durchzog Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. So, was ist hier passiert? Auf der ersten Missionsreise waren Paulus und Barnabas zusammen. Sie haben zusammengearbeitet, sie sind von Land zu Land gegangen, haben das Evangelium gepredigt, haben sich gegenseitig geholfen. Und da war noch ein dritter Charakter, der Markus heißt. Der ist verwandt mit dem Barnabas. Und der Markus hat sich entschieden, eines Tages nicht mitzugehen bei einem Einsatz. Okay? Und der Paulus, den hat das aufgeregt scheinbar. Er hat sich aufgeregt, gesagt, wieso kommt er nicht mit? Ja, so wird das gewesen sein. Und jetzt wollen sie, der Barnabas und der Paulus, erneut nach der ersten Missionsreise wieder die zweite Missionsreise fahren. Und
Der Paulus sagt zum Barnabas, hey, komm mit, schauen wir nach den Brüdern, wie es ihnen geht. Ist ein guter Vorschlag, dass man eben die Brüder besucht, dass man eben sie ermutigt und stärkt. Und der Barnabas sagt dann, ja, aber der Markus soll mitkommen. Der Paulus sagt aber, Herr, der Markus, der uns im Stich gelassen hat, den nehmen wir sicher nicht mit. Ja, nicht mit mir. Und der Barnabas besteht aber darauf, und es geschah eine heftige Auseinandersetzung. Vers 39 steht, heftige Auseinandersetzung. Was heißt heftige Auseinandersetzung? Das heißt ein Streit. Sie haben sich um den Markus hier gestritten. Der eine wollte, dass der Markus mitgeht, der andere wollte, dass der Markus nicht mitgeht. So, was haben die gemacht? Sie haben sich getrennt. Okay. Das heißt, in dieser Geschichte lesen wir ganz klar, dass sie sich hier nicht unterordneten einer dem anderen, dass einer sagt, der Paulus hätte vielleicht gesagt, okay, geben wir ihm noch eine Chance, den Markus. Geben wir ihm noch eine Chance. Vielleicht hat er seinen Fehlern gelernt. Und der Barnabas hat nicht gesagt, ja, vielleicht hat der Paulus recht, ja, der vom Herrn eben so gesegnet ist und ich vertraue dem Paulus dabei und der Markus hätte auch was gelernt, wenn er eben nicht mitgekommen wäre. Aber sie haben das nicht gelebt. Niemand hat sich dem anderen untergeordnet. Sie haben sich beide verhärtet, diese verhärtete Front, und gesagt, okay, gehen wir einfach auseinander. Wir können diesen Konflikt nicht lösen. Und ich persönlich glaube, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, es wäre besser, wenn Barnabas mit Paulus einfach mitgegangen wäre und den Markus einfach gelassen hätte und dass er so draus gelernt hätte. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also ich mache das nicht zur Regel hier, weil das macht doch ein bisschen die Geschichte klar, oder? Weil was ist denn nach dem Kapitel 15 in Apostelgeschichte? Wir lesen ab Kapitel 15 nichts mehr von Barnabas. Also es gibt keine Karriere in Kapitel 15 für den Barnabas mehr. Er war in Kapitel 4, 9, 11, 12, 13, gleich 15 war er auch jetzt da, das letzte Mal. Dann ist er weg von der Erdoberfläche. Also nicht von der Erdoberfläche, er lebt natürlich noch zu einer einigen Zeit, aber er ist weg von der Apostelgeschichte. Okay? Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht den Barnabas schlecht machen. Er war ein Diener des Herrn, er war vom Herrn anbefohlen. Der Herr hat ihn sehr groß verwendet. Und später lesen wir sogar, dass der Paulus sagt, dass der Markus doch recht gut vom Herrn, also nützlich gewesen ist. Das heißt, vielleicht hat er sich sogar verbessert, der Markus, ja, und daraus gelernt, wenn der Paulus dann wieder gut über ihn spricht. Und dieser Streit zeigt uns, manchmal gibt es Situationen, wo sogar Geschwister im Herrn, gläubige Brüder und Schwestern vielleicht einmal getrennte Wege gehen müssen. Aber es hätte nicht so sein müssen. Aber hier in diesem Fall ist es halt so gewesen. Ja. Wir müssen es einfach akzeptieren, dass Menschen auch streiten und Fehler machen. Das ist halt die menschliche Seite. Das kann auch jedem von uns passieren. Deswegen sollten wir schauen. Wir sollten schauen, dass wir Unterordnung leben. Hey, ich muss nicht immer meinen Willen umsetzen. Okay? Ich bin nicht hier, dass ich immer meinen Willen umsetze. Und vielleicht kann ich einmal mehr einstecken, als dass ich jemand anderen einstecken lasse. Vielleicht wäre das einmal ein Vorschlag. Vielleicht können wir das aus dieser Geschichte hier lernen. Die zweite theoretische Möglichkeit ist, und das habe ich eh schon gesagt, einer ordnet sich eben dem anderen unter. Das heißt, man kann sich natürlich trennen wegen dieser Sache, man kann aber auch sagen, wir ordnen sich einander unter und leben im Frieden und schauen, dass wir doch gemeinsam trotzdem Menschen für den Herrn gewinnen, die Brüder stärken. Und wer weiß, vielleicht wollte der Herr, dass der Barnabas nach Zypern geht, wie wir lesen, nachher geht nach Zypern und der Paulus ist nicht nach Zypern gegangen, vielleicht wollte der Herr den Barnabas dort verwenden. Wie gesagt, also man kann es so oder so sehen. Aber diese zwei theoretischen Möglichkeiten gibt es auch für uns als Christen, dass wir uns entscheiden müssen, hey, was mache ich jetzt eigentlich, wenn es eine Auseinandersetzung gibt? Was mache ich jetzt, wenn ich einen Streit mit einem Bruder habe? Verlasse ich gleich die Gemeinde, lasse alles liegen, gehe in die nächste 0815 Lothar-Gassmann-Gemeinde, wo man Werksgerechtigkeit lernt? Oder sage ich, hey, weißt du was, ich bin vielleicht neu im Glauben, ich will vielleicht nicht gleich derjenige sein, der alles besser weiß, auch wenn ich alles besser weiß, ich schweige einfach. Ich schweige, ich komme in ein Jahr in die Gemeinde, ich schweige einfach, ich bin ein Lernender, ich will wachsen, ich will lernen und weiterkommen im Glauben. Auch wenn ich vielleicht recht habe in gewissen Dingen, hey, ist doch klar, wenn du zum ersten Mal kommst, dann wirst du nicht der Oberchecker spielen und sich da herstellen und sagen, hey, ich weiß alles besser, war zum ersten Mal da, ich weiß alles besser als du und du hörst mir zu, sonst kannst du gehen. Nein, dann wirst nämlich du fliegen, okay, und nicht der, der schon 3 Jahre dabei war. Weil es einfach keine demütige Haltung ist. Es ist keine demütige Haltung. Lass mich eine Frage stellen. Ich habe schon vorher kurz das Beispiel genannt. Wenn Person 1 und Person 2 dieselbe Meinung haben, also hätten Barnabas und Paulus dieselbe Meinung gehabt diesbezüglich. Möchte ich jetzt eine Frage stellen in die Runde. Wäre dann Unterordnung überhaupt notwendig? Nein. Weil wir haben ja dieselbe Meinung.
Niemand muss sich unterordnen. Sagen, ja, okay, wir sind beide der Meinung, Markus soll da bleiben, wir gehen einfach und es passt alles. Das ist keine Unterordnung. Das ist einfach nur das normale Leben. Wir stimmen uns, wir stimmen überein, nicht? Diese Meinung ist dieselbe Meinung, die ich habe. Perfekt, wir freuen uns. Und das ist aber keine Unterordnung. Unterordnung wäre es dann, wenn die Meinungen unterschiedlich sind. Dann ist es Unterordnung. Und das ist auch die Schwierigkeit, das ist auch der Stolz, der damit reinkommt. Hey, ich sehe das anders, aber ich habe jetzt nicht die Autorität, das zu entscheiden. Hey, ich sehe das vielleicht anders, als Ehefrau vielleicht, aber du bist mein Ehemann und ich vertraue dir und ich glaube es besser zu wissen, aber ich schweige einfach, ich gehe mit dir mit, ich ordne mich dir unter. Okay? Und das ist diese Schwierigkeit, dann kommt dieser Stolz in uns, der ist in uns drinnen. Ah, jeder hat den, vielleicht der eine mehr, der andere weniger, aber jeder hat diesen Stolz, wir müssen jeden Tag dagegen ankämpfen und sagen, hey, weißt du was, ich will nicht mehr der sein, der immer Recht hat, der immer der Besserwisser ist, der Besserchecker ist und der immer fordert von anderen, dass sie sich unterordnen. Sondern ich will einmal der sein, der sich selber unterordnet. Das ist ja mal eine gute Übung für jeden von uns. Ja. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer eins haben wir gesehen, jetzt, was Unterordnung ist. Zwei Personen haben unterschiedliche Meinungen. Der eine geht mit der Meinung des anderen, obwohl er eine andere Meinung hat. Das ist Unterordnung, das ist Gehorsam. Der Paulus sagt ihm, nein, lass ihn da. Barnabas sagt, okay, ich lasse ihn da, ich komme mit. Das wäre Unterordnung, das wäre Gehorsam oder umgekehrt natürlich. Ja? Und wenn man sich trennt, ist es eben keine Unterordnung. Und was noch nicht Unterordnung ist, haben wir gesagt, ist, wenn beide dieselbe Meinung haben, das ist schon gar nicht Unterordnung, das ist einfach ja, der Flow des Lebens. Nicht? Das ist schön, wenn es ist. Das ist ja nichts Schlimmes dabei, wenn zwei gleiche Meinung haben. Ja? Punkt Nummer zwei. Wo können wir Unterordnung anwenden? Ich habe hier ein paar Punkte aufgezählt. Der erste Punkt ist Unterordnung in der Kirche. Unterordnung in der Kirche. Sie müssen mich fragen, wie in aller Welt soll ich Unterordnung in der Kirche leben? Wie soll das funktionieren? Ich sitze ja eh nur da. Ich mache nichts. Ich komme am Sonntag daher, ich höre mir das an, dann gehe ich Segen gewinnen und dann gehe ich wieder nach Haus. Wo ordne ich mich da unter? Pass auf. Es ist auch schon Unterordnung, wenn du dabei sitzt und schweigst und das Programm mitmachst. Du ordnest dich nämlich dem Herrn unter, oder? Wer hat denn geboten, dass wir in die Kirche kommen sollen? Der Herr Jesus, er hat die Kirche gegründet. Okay? Das heißt, ich ordne mich in der Kirche dem Herrn natürlich unter, wenn ich in die Kirche komme. Wenn ich mich auf meinen Platz hinsetze, wenn ich ein Hörer bin, ja, zunächst einmal ein Hörer, zuhöre, demütig lerne, dann bist du schon im Willen Gottes. Ja, das ist schon sehr viel, was du hast. Das machen nämlich sehr viele nicht. Okay? Und die, die es nicht machen, die nicht in die Kirche kommen, da verstehe ich die Frage, wie in aller Welt sollst du dich überhaupt irgendjemandem unterordnen? Ja? Das wird dann wohl nicht funktionieren. Natürlich verstehe ich auch, es gibt Länder, wo es wenig Kirchen gibt. Es gibt Länder, zum Beispiel, ich kenne einen Bruder in Serbien, oder Kroatien, Entschuldigung, und da ist keine Kirche weit und breit. Wie soll er jetzt in die Kirche kommen, um Unterordnung untereinander zu lernen? Kann er in diesem Sinne nicht. Aber wir haben keine Ausrede. Wir haben eine Kirche, die Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, die schon in jedem Munde ist, ja, da draußen, was gut ist, was sehr gut ist. Und Menschen wissen, hier wird Gottes Wort unzensiert gepredigt und du kannst daherkommen. Du kannst dich hinsetzen, du ordnest dich dem Herrn unter, du ordnest dich der Leiterschaft unter, du hörst zu, du lernst, du gehst Seelen gewinnen, du wächst im Glauben und das ist schon sehr viel. Das ist wirklich viel, was du machst. Du hast keine Ausrede, du kannst in den Gottesdienst kommen. Aber abgesehen davon, die Bibel sagt ganz klar, dass es Leiterschaft gibt in der Kirche. Schlag mit mir gemeinsam Hebräer Kapitel 13 auf. Hebräer Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13, ab Vers 17. Ich lese mal vor. Hier steht, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Hey, ich persönlich ordne mich genauso unter. Okay?
Unser Leiter, ich glaube, jeder kennt ihn, ist unser Pastor, Pastor Steven Anderson aus den USA. Und ich bin genauso ein Diener wie du und wie jeder hier drinnen. Und wir ordnen uns alle der Leiterschaft unter. Und ich bin genauso ein Nachfolger. Also ich bin jetzt nicht irgendwie mehr. Ich bin einfach nur eine Aushilfe aus dem kleinen Österreich, ja, als Prediger hier. Ja. Bin nur kurz hier eigentlich im zweiten Sonntag. Aber es ist trotzdem, ich bin nicht ohne Leitung. Ein jeder Mensch hat irgendwo in seinem Leben eine Unterordnung zu leben. Und auch Pastor Steven Anderson ordnet sich dem Herrn unter, oder? Ich meine, er ist ja auch nicht ohne Leitung, sondern wir alle ordnen uns unter. Und unser Pastor ordnet sich auch natürlich, wenn es irgendwelche Events gibt da draußen, auch unter den Eventleitern. Zum Beispiel Segengewinnen, Missionsreisen und so weiter und so fort. Da gibt es auch Leute, die verantwortlich sind für diese Missionsreisen und da gibt es auch Unterordnung untereinander. Das heißt, wir alle können das üben, dass wir uns einander unterordnen, vor allem aber auch der Leiterschaft und vor allem aber auch dem Herrn persönlich. Und ich bin ganz ehrlich, also ich hab damals, also früher, nie wirklich gewusst, wie man sowas lebt. Ja, ich war selber ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe in meinem persönlichen Leben schon sehr viel Korrektur annehmen müssen. Und es ist überhaupt keine Schande. Ich habe das damals persönlich genommen, als ich noch jünger war. Ich sagte, wie kann der mich zurückweisen? Wie kann der mir das sagen? Nicht? Ich weiß es besser als du. Nicht? Aber weißt du, vielleicht gerade deshalb, weil ich so geredet habe, hätte ich mich unterordnen sollen und schweigen sollen. Dieser Hochmut, den ich damals, ich meine, und jeder von uns hat seine Probleme natürlich, ja. Aber ich habe auch meine Lektionen lernen müssen und es ist überhaupt keine Untat, zuzugeben, dass man falsch liegt. Ja, ich liege falsch in dieser Sache. Ja, ich lasse mich korrigieren. Ja, Bruder Anselm hat mir dies und das gesagt. Ich werde ihm nie wieder ins Gesicht schauen, diesem Bruder Anselm. Nie wieder. Ja, wenn er solche Dinge sagt zu mir. Und ich mache dies und das und jenes. Und wie kann er das nur machen? Oder du könntest vielleicht sagen, hey, okay, weißt du was, du hast recht. Danke. Danke für die Hilfe. Danke für den Tipp. Das habe ich vollkommen übersehen. Ich habe das nicht gewusst. Amen. Danke sehr. Bitte mach das wieder jederzeit gerne. Weißt du, das ist eine demütige Haltung. Das ist eine Haltung, die wir Christen einfach lernen müssen. Ich weiß, es ist nicht in unserer Natur, dass wir dahergehen und auf einmal, wenn uns jemand zurechtweist oder jemand die Wege legt, ja, dass wir immer schön und friedlich uns fühlen. Nein, es kann natürlich passieren, dass es dich ein bisschen aufregt, es stößt ein bisschen auf, aber du musst dich immer daran erinnern, hey, Moment mal, wieso sagt er mir das eigentlich? Wieso sagt er mir das eigentlich? Sagt er mir das, weil er mich hasst? Sagt er mir das, weil er mir Schaden bringen will? Sagt er mir das, weil er mich irgendwie angreifen will? Ich hoffe nicht. Also, ich hoffe nicht. Wenn dem so ist, ist es natürlich ein anderes Problem, aber im Normalfall nicht. Im Normalfall sagt er mir das, ja, weil ich vielleicht ja, falsch gelegen bin, weil ich vielleicht einen Fehler gemacht habe und aus Liebe heraus ist diese Handlungsweise gekommen, hey du Bruder, schau bitte, dass das vielleicht geändert wird, das war nicht gut, das war nicht in Ordnung, dies und das. Malt sich einfach aus, was da sonst noch alles sein könnte. Ja. Wie kann man sich dem Pastor unterordnen? Indem man die Entscheidungen der Kirche respektiert, die Regeln beachtet, Zurechtweisung annimmt und sich korrigieren lässt. Du musst davon ausgehen, dass ein Ältester, der Pastor, ein bisschen mehr Erfahrung hat als du. Der ist schon ein bisschen länger im Glauben, oder? Ich glaube nicht, dass ein Pastor seine Bibel nur einmal gelesen haben sollte. Und dann daher geht und sagt, hey, ich habe die Bibel, ich habe es geschafft, einmal die Bibel durchgelesen, jetzt bin ich Pastor. Da gibt es einen Lustigen aus Saarbrücken, der das glaubt, nicht? Der ist jetzt zum Pastor ernannt worden, der zum jüdischen Pastor, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen vergessen, der hat seinen Bibelkanal, sein dieser eine Psycho da, wer war das, dieser eine Typ, der so ein, aus Österreich kommt, eigentlich so einen österreichischen Akzent, so eine tiefe Stimme, ich habe seinen Namen vergessen, wurscht. Auf jeden Fall, der ist jetzt Pastor angeblich, ja, wenn ich gefragt, hey, wie, bist du Pastor geworden oder was? Der hat seinen YouTube-Kanal und macht so Videos mit Frag den Pastor, denke ich mir, wie kann der Pastor sein, der hat keine Gemeinde, nicht? Und ja, er wurde von einem Juden zum Pastor ernannt. Es wurden mehrere zum Pastor ernannt. Okay, Gratulation, ja, schön, ja. Aber, okay, das ist eher ein Psycho, der Typ ist ein Psycho, der ist komisch, der war mal, der wollte mit uns mitgehen, sie irgendwie, dann wollte wieder nicht und her, und das weiß man hin und her. Also, ich gehe mal davon aus, und geh du mal davon aus, wenn es gut geht. Und ich weiß, in Deutschland schaut es schlecht aus. Es schaut sehr schlecht aus in Deutschland.
dass Pastoren vielleicht ihre Bibel öfters durchgelesen haben, dass sie vielleicht Bibelverse lernen, dass sie vielleicht, ja, keine Ahnung, ein bisschen mehr Zeit in Gottes Wort investieren, dass es auch vielleicht so rüberkommt, hey, der, ja, der kann mir vielleicht ein bisschen was erklären. Der hat vielleicht ein gutes Zeugnis. Ja? Der kann gut Seelen gewinnen gehen, der kann mir das auch zeigen. Der kann mir auch sagen, na, sag das lieber nicht. Ja, schimpf vielleicht nicht die Leute, wenn du dich verabschiedest, auch wenn sie Nein sagen. Der kann mir was erklären, der kann mir helfen. Okay? Und wenn es nicht so ist, wenn der Pastor nichts weiß und er glaubt, er ist ein Pastor, naja, du musst ja nicht dorthin gehen. Du kannst dich auch für die richtige Gemeinde entscheiden. In Pforzheim ist es sehr leicht, sich für die richtige Gemeinde zu entscheiden, weil wir eben sehr viele Seelengewinner haben. Ja, wir haben sehr viele Seelengewinner. Wenn jemand evangelisieren lernen möchte, in irgendeiner Kirche, weil die machen das ja alle nicht. Die machen ihre Büchertische und haben Bücher drauf und hoffen, dass jemand kommt. Echt? Wenn jemand evangelisieren lernen möchte, dann kann er jederzeit herkommen und als stiller Partner dabei sein. Und du wirst es früher oder später lernen. Also wir brauchen einfach heutzutage diese Einstellung, dieses wichtige Prinzip des demütigen Lerners. Des demütigen Lerners. Also wie sollte meine Einstellung sein, wenn ich in die Gemeinde komme? Will ich die Dinge ändern? Ist das mein Ziel? Ist das mein Motiv? Ja, jetzt gehe ich da rein, um ihm zu erklären, diesen Typen da, dass er im Unrecht liegt. Dann bist du streitsüchtig. Du hast sehr viel Stolz und Streitsucht, du willst einfach nur Recht behalten. Ja? Gratulation. Willst du alles besser wissen? Willst du die Leiterschaft belehren, die Brüder belehren? Ja? Ist das das Motiv, in die Kirche zu kommen? Ist das die Herzenshaltung, mit der wir hierher kommen sollten? Ich meine nein. Ich meine nein, mitnichten. Und ich sage, ich habe auch meine Lektionen gelernt in der Vergangenheit. Ja? Und manchmal ist es notwendig, sich korrigieren zu lassen. Und manchmal ist es auch notwendig, ausgewiesen zu werden und nochmal darüber nachzudenken, Moment mal, wieso haben die mich jetzt da in die Gemeindezucht geschickt? Ja, weil du vielleicht einmal deine Schnauze halten sollst und dich einfach hinsetzen sollst und hören sollst und lernen sollst und nicht so viel reden sollst. Ja? Ein bisschen weniger reden, mehr den Mund halten, hätte das Problem eigentlich gelöst. Schade, dass es so weit gekommen ist, dass du dann Irrlehren verbreitest, nur weil du verwirrt bist. Und versteht mich bitte nicht falsch. Es ist keine Schande, wenn man Fragen hat. Man kann immer Fragen stellen. Die Frage ist nur, wie du die Frage stellst. Okay? Kommst du dann da noch vor und stellst die Frage, hey, da steht doch, Jesus ist der Sohn Gottes, oder liebe Gemeinde, wie kann er dann Gott sein? Wer will mich belehren? Ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, so eine Frage zu stellen. Auch wenn du vielleicht verwirrt bist in deinem Kopf. Ja? Vielleicht wurdest du einfach indoktriniert von einem falschen Prediger und dann ja, hast du diese komischen Dinge irgendwie geglaubt. Ja? Vielleicht hast du was geraucht, das kann auch passieren, aber dann ist das Problem ein anderes. Gell? Also dann solltest du vielleicht in die Physiotherapie oder wie das heißt, ja? Dich irgendwie entkalken und so. Es ist keine Schande, Fragen zu stellen, aber demütig zu sein. Es ist keine Schande, Dinge nicht zu verstehen. Und wenn die Brüder das auch wissen, hey, der versteht das vielleicht nicht, kein Problem, warten wir noch ab. Seien wir einfach geduldig, seien wir gnädig. Ja? Natürlich, wenn eine Frau da reinkommt und sie ist halbnackt, schwierig. Ja? Wie reagierten wir dann als Brüder? Nicht? Die kommt aus der Welt. Die kommt aus der Welt. Und vielleicht muss ich das noch lernen, dass man nicht, ich meine, wenn jemand halbnackt hier erscheint, dann bitteschön. Nicht, nein, danke, ja. Vielleicht reden wir dann anders mal drüber. Also wenn du wirklich nichts anhast, ja, dann ist es der falsche Ort. Ja. Wir wollen hier nicht unsere Kinder in Gefahr bringen oder sie solche Dinge sehen und sich dann anstoßen und sowas. Bitte, das ist ja schon für die Welt anstößig, sowas. Ja, okay. Aber sagen wir mal, okay, eine Frau trägt eine Hose oder trägt halt irgendwas, das ein bisschen enger ist. Ja. Okay, wir müssen jetzt nicht drüber fahren und sagen, raus mit dir, zieh den Rock an und komm wieder zurück, wenn du ihn anhast. Ja, wenn ich sehe, wie lang der ist, ich messe dann die Zentimeter ab. Ja? Okay. Müssen wir es nicht unbedingt zum ersten Mal so handhaben. Wir könnten einfach gnädig sein, schauen, okay, also wenn es wirklich, man begrüßt sich und alles, wenn man alles sieht, wie gesagt, kein Thema, aber wenn es jetzt wirklich so weltlich gekleidet ist, mit Hosen und so weiter, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dann braucht es einfach noch ein, zwei, drei Predigten über dieses Thema, damit die Menschen wissen, was Gottes Wort darüber lehrt. Ja? Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, hey, du musst jetzt raus, weil du eine Hose anhast. Ja? Das ist nicht, momentan nicht meine Aufgabe. Ja? Aber wir sollten natürlich das Wort Gottes predigen und die Menschen hören das Wort Gottes, sie lernen das Wort Gottes und sie müssen sich dann selber entscheiden, hey, will ich jetzt eigentlich dem Herrn gehorchen oder will ich ihm nicht gehorchen? Also jedem seine Entscheidung.
Die Bibel sagt im 1. Timotheus Kapitel 5, ihr müsst es nicht aufschlagen, ich schlage 1. Thessaloniker Kapitel 5 auf und ich lese aus 1. Timotheus 5 inzwischen. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Natürlich geht es ja auch um die finanzielle Unterstützung, ist klar, aber sie sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Wieso überhaupt den doppelter Ehre achten und finanziell unterstützen, wenn er eh nichts zum Sagen hat? Das frage ich mich. Nein, der Älteste ist ein treuer Diener des Herrn, der Pastor ist ein treuer Diener des Herrn und er ist trainiert, er ist selber Nachfolger gewesen in einer Gemeinde und er wurde ordiniert und bestätigt, hey, wir sehen, dass das ein Diener des Herrn ist. Wir können es bezeugen, dass er vom Herrn sozusagen diese Gabe bekommen hat. Und dann haben wir ihn bestätigt und dann lassen wir ihn eine Gemeinde gründen. Okay? Und deswegen soll auch doppelte Ehre wertgeachtet werden, insofern auch, dass er finanziell unterstützt wird. Und die Aussage, hey, der hat eh nichts zum Sagen, wieso soll er dann doppelte Ehre wert sein? Wie wär's mit dieser Frage? 1. Thessalonicher 5, Vers 7, das habt ihr inzwischen aufgeschlagen. Hier steht, wir bitten euch, aber ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurecht weisen. Das heißt, er sagt hier nicht, werde bitter und lauf aus der Gemeinde, wenn er dich zurechtweist. Er sagt, er kennt ihn an. Er kennt ihn an. Und er sagt, sie weisen uns zurecht, ja, und sie stehen uns vor. Was heißt vorstehen? Was heißt vorstehen? Vorstehen bedeutet nicht einfach nur, ich drehe mich um, ich stehe vor euch, nicht? Okay? Das kann natürlich ein Teil dieser Interpretation sein, aber was Vorstehen in Wirklichkeit bedeutet, ist leiten, anleiten, führen. Ja? Der Pastor ist ein Leiter. Der hat die Aufsicht. Er führt die Gemeinde in eine bestimmte Richtung und hoffentlich ist diese Richtung biblisch. Weil sonst wird der Herr nicht mit ihm gehen. Und das, was sehen wir in den heutigen Gemeinden? Die Gemeinden gehen zugrunde. Seid ihr in der Gemeinde, in der ich war als letztes, das Evangeliumszentrum, in Wien kennt sie wahrscheinlich nicht, aber es gibt auch, ich habe gesehen, es gibt ein Evangeliumszentrum auch in Deutschland, lustigerweise. Ich weiß nicht, ob das dieselbe Organisation ist, aber kann ja sein. Und ich habe das wirklich wortwörtlich mit ansehen müssen, weil 1,5 Jahre dort, ich habe nichts gesagt. Ich habe aus meiner Vergangenheit gelernt, ich habe mich einfach untergeordnet. Okay, ich mache das, was du sagst und ich muss nicht meinen Senf dazu tun. Brauche ich nicht, ja. Ich bin dort, ich singe Lieder, ich gehe evangelisieren, ich ordne mich unter, ich komme donnerstags von mir aus auch, ja, zum Gebet und dies und das. Aber jetzt kommt schon langsam, also mit der Zeit habe ich jetzt gesehen, da ist einer gewesen, der glaubt, dass man das Heil verlieren kann. Und weißt du, nach 3 Monaten, weil wir dann Gemeinde verlassen haben, weil er hat dort gelehrt natürlich, das geht ja nicht, wenn da jemand steht und dann klärt, hey, du kannst das Heil verlieren. Und der Pastor sagt, es ist in Ordnung, du, ist egal, ob du das glaubst oder nicht. Wenn du das Heil verlieren kannst, ja, du bist eh, du bist trotzdem gerettet. Vielleicht hast du was nicht verstanden, du kannst trotzdem vorne stehen und lehren, ja, ist kein Problem. Und der ist jetzt, habe ich gehört, Ältester geworden. Na, gute Nacht. Na, gute Nacht. Und das ist so steil runtergekommen. Und als ich dort hingegangen bin, zum ersten Mal, hat es geheißen, nein, wir glauben, das Heil kann man nicht verlieren, das Heil kann man nicht verlieren. Und zum Schlussgespräch, wo sie dann alle da gesessen sind, habe ich gefragt, ist es okay, wenn jemand glaubt, dass man das Heil verlieren kann, ist man dann trotzdem gerettet? Und der Pastor hat gesagt, ja. Wieder schauen. Schönen Tag. Ja, ich bin dann gegangen, habe gesagt, okay, passt, dann muss ich gehen. Auf Wiedersehen. Und dann habe ich meine Kinder genommen und sind wir gegangen, nicht? Vom Gespräch. Und ja, manchmal muss man solche Entscheidungen treffen. Und manchmal muss man sich trennen. Ja? Und der hat leider ein falsches Evangelium angenommen. Aber jetzt bin ich total abgedriftet. Also ich wollte eigentlich nur sagen, der Älteste, man kann damit rechnen. Man soll damit rechnen. Man soll ein demütiges Herz haben und sagen, hey, der Älteste oder der Leiter, der Evangelist und so weiter und so fort, die haben ein Zeugnis, die sind treu dem Herrn und die lesen ihre Bibel und die können mir was sagen und ich lasse mich zurechtweisen und ich lasse mich ermahnen. Und was steht hier? Ich erkenne sie an. Erkenne sie an. Wenn du einen Leiter hast in deinem Leben, nimm eine andere Kirche von mir aus, wo du so viele Gesichter, die ich jetzt nicht kenne, und der Älteste kommt zu dir und sagt, ist nicht in Ordnung, ja, dass du, ich will jetzt keine schlechten Beispiele nennen, dass du dies oder jenes tust. Belassen wir es einmal so, ja, ich komme hier nachher zu anderen Beispielen. Und du sagst dann, ja, wurscht, ich mache es trotzdem, dies und das. Das ist nicht in Ordnung. Du solltest diese Sache in Ordnung bringen. Außer es ist gegen den Willen des Herrn. Aber wie gesagt, da komme ich noch dazu. Prinzipiell gehen wir davon aus, es ist der Wille des Herrn, er hat Bibelverse, passt, ich ordne mich unter.
Ich ordne mich unter. Nicht mein Wille zählt. Ich gehe hin, ich mache mit, solange es mich nicht irgendwie zerstört, solange es mich nicht irgendwie aus dem Willen Gottes hinausbringt. Wenn er sagt, hey, du darfst nicht Seelen gewinnen gehen, wenn ich dich erwische beim Seelen gewinnen, dann ist es vorbei. Das ist deine Antwort. Deine Antwort sollte sein, ich gehe jetzt Seelen gewinnen, ja, damit du es siehst. Du kannst mich ruhig rausschmeißen, wenn du willst. Das ist mir egal. Ich gehe trotzdem Seelen gewinnen. Okay? Weil es der Herr will. Der Pastor steht nicht über dem Herrn, so nebenher gesagt. Okay? Hey, die Gemeinde Gottes ist kein Platz für Irrlehren. Also wenn irgendjemand diese Gesinnung hat, in die Gemeinde zu gehen und zu sagen, hey, ich bin hier, damit ich Unruhe stifte, ich bin hier, damit ich jedem erkläre, dass Jesus nicht Gott ist, ja, dann ist das der falsche Ort für dich. Du wirst achtkantig, nicht nur fünfkantig, achtkantig rausgeschmissen. Ja? Wenn du daherkommst mit dem Motiv, dass du die Brüder verwirrst, dass du die Brüder mit Irrlehre füllst, nur weil du irgendein komisches Bild hast über Gott, das sowieso falsch ist. Ja? Du bist im Unrecht, nicht die Brüder. Und auch wenn es umgekehrt sein sollte, ist es nicht die Aufgabe der Mitglieder herzukommen und sagen, hey, jetzt wirble ich die ganzen Mitglieder gegen die Leiterschaft auf. Nein, du gehst zum Ältesten, du gehst zur Leiterschaft, du gehst vielleicht zum Vertreter und sagst ihm, du, wie schaut es damit aus? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas schief läuft und diese Lehre verstehe ich nicht, wie kann das sein? Und dann, ja, das kann man offen diskutieren, das kann man offen darüber sprechen. Aber am Ende des Tages, wenn es dir nicht passt und wenn die Leiterschaft der Meinung ist, wir belassen es so, wir machen es so, dann ist es nicht deine Aufgabe, im Nachhinein, wenn es eh schon klargestellt wurde, daherzukommen und sagen, ja, ich glaube trotzdem, dass Frauen auch Hosen tragen können. Das ist ein blödes Beispiel, ich weiß. Ich habe jetzt gerade nicht besser eingefallen. Ja. Also ein gutes Beispiel, es ist biblisch, wir wissen, ja, die Bibel sagt ganz klar, ein Mann soll keine Männersachen, Frauensachen haben und die Frauen sollen keine Männersachen, das ist ja geboten der Bibel. Aber es gibt auch natürlich viele andere, sehr viel wichtigere Themen, ja, die man ansprechen sollte. Okay? Verstehe mich nicht falsch, alle Themen der Bibel sind wichtig, aber ich wollte nur ein Beispiel nennen. Ja? Wenn du herkommst, du musst dir erklären, dass Alkohol nicht sündhaft ist, beispielsweise. Du kommst daher und sagst, hey, ich glaube, du kannst dich jeden Tag besaufen, hast dir die Bierflaschen rein. Ja. Am nächsten Tag hast du vielleicht ein bisschen einen Kater, musst ein bisschen Wasser trinken. Nicht? Das hat man mir erklärt in der Schule. Dort erklärt man euch, wie du Alkohol trinken kannst. Hey, wenn du dich betrinkst, ist in Ordnung, aber schau, dass du am nächsten Tag einfach Wasser trinkst. Sie sagen euch nicht, dass das, na, das ist eigentlich sündhaft, das ist nicht in Ordnung, du wirst nicht mehr nüchtern, du redest dann welche dummen Dinge daher. Sagen sie euch nicht. In der Schule lernt man das Gegenteil. Da kommen deine guten Freunde daher, hey, willst du saufen gehen? Geh mal saufen. Geh mal am Wochenende wieder fort. Nicht? Und dann geht es saufen und dann passieren die ärgsten Dinge. Am nächsten Tag weißt du im schlimmsten Fall nicht mal mehr, was passiert ist. Und es ist nicht deine Aufgabe, herzukommen und sagen, hey, Alkohol ist vollkommen in Ordnung, wir können jetzt Alkohol trinken. Ein bisschen Alkohol macht dich nicht so verrauscht. Ja? Die Frage ist, wie viel? Für ihn ist ein bisschen was anderes. Also wenn ich ein Bier trinke, bin ich schon weg. Also in meiner Vergangenheit jetzt da. Jetzt trinke ich kein Alkohol mehr. Ja? Aber es ist für jeden was anderes. Und die Bibel sagt, seid nüchtern alle Zeit. Was heißt seid nüchtern? Das heißt keine berauschenden Mittel. Nichts. 0,0. Ja? Ich bin schon ein bisschen aus der Zeit heraus. Punkt Nummer 5. Unterordnung in der Ehe. Das heißt, wir haben jetzt bis jetzt gelernt, eigentlich ist es Punkt Nummer 4. Wir haben bis jetzt gelernt, was Unterordnung ist. Wir haben gelernt, die Unterordnung in der Kirche. Wir haben gelernt, die Unterordnung untereinander. Ja? Wir haben gelernt, was es bedeutet, beziehungsweise das lernen wir jetzt, was Unterordnung in der Ehe ist. Was ist Unterordnung in der Ehe? Wir haben ja gelesen, wenn Sie erinnern können, im Epheser Kapitel 5, Vers 21, da steht nämlich, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ja? Und danach kommen die ganzen Unterordnungsverse über die Ehe. Und es gibt eine falsche Lehre da draußen, die besagt, ja, Unterordnung in der Ehe natürlich, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, wie wir es auch gelesen haben vorher, aber der Mann muss sich auch der Frau unterordnen, weil hier steht, ordnet euch einander unter, verstehst du das? Die glauben, sie sind klug und weise, wenn sie das sagen. Ja? Sie glauben, sie haben was verstanden, diese Leute. In Wirklichkeit haben sie genau gar nichts verstanden. Sie haben gar nichts verstanden. Sie haben alle Verse über die Unterordnung in der Ehe haben sie für nichtig erklärt. Das sind alle falsch. Eigentlich hat Paulus es nicht so gemeint. Kennen Sie diese Leute, die ich dann erklären? Hey, eigentlich hat er das nicht gemeint, wie er das gesagt hat. Er hat es eigentlich anders gemeint, so wie ich es meine, nicht? So wie ich es meine, hat er es gemeint. Ja? Wenn man versucht, die Bibel zu verdrehen und sich so zusammenzubasteln, dass es einem selber passt.
Und wir müssen manchmal auch vielleicht schauen, dass uns das nicht selber passiert, wenn wir etwas nicht verstehen in der Bibel und wir lesen jetzt gerade etwas und sagen, es muss aber so sein, wie ich mir das immer so vorgestellt habe. Moment mal, was haben wir gehört? Demütige Haltung. Hey, wenn ich falsch liege, ist es in Ordnung. Ich lasse mich belehren. Unterordnung in der Ehe. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 5, Vers 24, wenn nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Hier gibt es zwei Wörter in diesem Vers, der vielen Frauen in diesem Land aufstößt. Und auf der ganzen Welt. In allem. Das sind sehr einfache Wörter. Aber sie bedeuten sehr viel. Sie haben sehr viel Macht und Kraft. Weil was bedeuten sie? Viele versuchen, diese Wörter zu ignorieren. Oder zu relativieren, besser gesagt. Was versuchen diese Leute? Sie sagen dann, ja, stimmt schon, natürlich, ja, Bruder Andi, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen, ihre eigenen Männern, in allem, wenn sie zustimmen. Okay. Steht das hier? Also ich lese nichts davon, dass sie zustimmen müssen. Wo steht hier, dass die Frauen zustimmen müssen, damit sie dann sagen, ja, lieber Ehemann, jetzt ordne ich mich dir unter, weil ich bin derselben Meinung wie du. Aber was haben wir gerade vorher gehört? Ist das dann Unterordnung? Mitnichten! Es ist keine Unterordnung, wenn ich eh dieselbe Meinung habe. Das ist überhaupt nichts wert. Man könnte sich freuen, natürlich ist was wert. Hey, du bist nach Italien, ich will auch nach Italien. Passt, freuen wir uns einfach in Italien, ist wunderschön dort. Ja. Aber wenn einer dann sagt, nein, ich will nicht nach Italien, weil ich glaube, dort sind irgendwo Sodomiter unterwegs, da wo du hin willst, dann solltest du dich deinem Mann unterordnen. Auch wenn er sagt, es sind keine Sodomiter dort unterwegs. In allem. Okay, ein Mann, der seine Frau liebt, will natürlich auch geben, was sie will. Ich meine, wen stört es, dass wir jetzt nach Italien fliegen, ja? Ist ja schön dort, oder? Ich kann den Papst besuchen, ihn grüßen, sagen, wie geht dir, lieber Papst, willst du das Evangelium hören? Die Antwort wird sein Nein, weil er leider verworfen ist. Ja. Das wissen wir leider auch. Aber es ist in Ordnung, wenn man seiner Frau entgegenkommt und ihre Wünsche erfüllt. Das ist Recht in den Augen des Herrn. Wir Männer, wir sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Ist ja nicht so, dass der Herr Jesus dir nichts gibt, was du wünschst. Ist ja nicht so, oder? Ich meine, das wäre eine Lüge ins Gesicht. Wenn du mir erklären willst, der Herr hat mir noch nie gegeben, was ich wollte, dann solltest du vielleicht deine zerstörten Zellen vom Alkohol wieder reinigen, damit du dich erinnern kannst, was in der Vergangenheit ist. Wieso lebst du überhaupt noch? Ja? Du hast Essen, du hast Trinken, du hast eine Wohnung, du hast vielleicht eine Frau, du hast Kinder. Was willst du noch? Okay. Du hast deine Gemeinde. Wie wär's damit? Du hast Brüder im Herrn. Was willst du noch? Was noch? Willst du unbedingt dieses große, riesengroße Haus, das wunderschöne Haus? Musst du nicht haben. Niemand hat es dir versprochen. Der Herr hat es dir nicht versprochen, dass es das gibt. Du kriegst Essen, Trinken, Kleidung, sei zufrieden. Amen. Ich gehe dem Herrn dienen. Das sollte die Messlatte sein für uns Christen. Natürlich ist es in Ordnung, arbeiten zu gehen, Geld zu verdienen, Haus zu kaufen, Auto zu kaufen, dies und das zu machen. Vollkommen in Ordnung. Aber dann musst du auch dafür arbeiten. Der Herr wird dir das Haus nicht vom Himmel regnen lassen. Ja? Seit wann fliegen Häuser vom Himmel? Du musst ein bisschen arbeiten. Und dich nicht ständig beschweren. Wieso habe ich das nicht? Weil du nicht arbeitest. Wieso finde ich keine Frau, die mich liebt? Weil du keine Arbeit hast. Vielleicht deshalb. Weil du nichts verdienst. Weil du stinkst. Ja? Weil du jeden Morgen aufstehst und nicht weiß, wie man die Zähne putzt. Ja? Ich meine, das könnte auch ein Grund sein, oder? Wer will schon mit einem Mann zusammenleben, der aus diesem Atem nicht nur Schall und Rauch rauskommt? Ja? Wie beim Auspuff. Ja? Schrecklich, ja, schrecklich. Vielleicht solltest du einfach dein Leben in Ordnung bringen, zunächst einmal, und dann deine Wünsche äußern und sagen, hey, jetzt habe ich alles gemacht. Herr, du weißt, ich bin dir treu. Herr, du weißt, ich diene dir. Herr, ich bringe mich auch in Ordnung. Ja, ich schaue gut aus. Ich rede sich vom Aussehen, das der Herr Gott gegeben hat. Davon rede ich gar nicht. Du bist so, wie du bist. Sei dem Herrn dankbar. Und es gibt immer eine Frau. Also verschiedene Frauen stehen auf verschiedene Männer und umgekehrt. Das wird es immer geben. Okay? Für den einen ist sympathisch so, für den anderen sympathisch was anderes. Deswegen, vom Aussehen her kannst du eh nichts ändern und sollst auch nichts ändern. Sondern du sollst einfach schauen, hey, du hast deine Arbeit, du stehst rechtzeitig auf, du liest deine Bibel, du kannst deiner Frau die Bibel vielleicht auch erklären. Das ist ja mal eine gute Sache, bevor du heiratest und nichts weißt und sie muss dir dann alles erklären. Dann muss ich zu Tode schämen. Aber nochmal zurück zu den zwei Worten. Sagen wir jetzt, bist du verheiratet? Du hast die Frau gefunden, aber du bist noch nicht verheiratet.
dann stell dich jetzt gleich drauf ein. Die Bibel sagt, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Punkt. Es geht nicht weiter, der Satz geht nicht weiter. Und wenn jemand andere Worte sieht mit seinen Augen, die daneben stehen, dann hast du ja Halluzinationen. Ja? Das muss ich an dieser Stelle sagen. Okay, was heißt jetzt in allem? Schon niemand sagt, dass ich jetzt meine Frau zwinge, Dinge zu tun und irgendwie das zustande bringe, dass sie es dann auch macht, mit Zwang und Gewalt und so weiter und so fort. Davon ist ja nicht die Rede. Und das glaube ich auch nicht. Mit Unterordnen ist gemeint, dass die Frau nicht gezwungen wird, sondern sich selber zwingt. Ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, wenn man es zum ersten Mal hört. Aber am Ende ist es nichts anderes. Hey, wenn die Frau eine andere Meinung hat, dann muss sie sich selber zwingen, sich trotzdem unterzuordnen. Oder? Kann ich jetzt daherkommen und sagen, wenn du es nicht machst, dann schlage ich dich jetzt, nicht? Schau, wenn du so eingestellt bist, dann musst du aufhören damit. Wir schlagen unsere Frauen nicht. Das ist nicht biblisch, das ist Körperverletzung. Das ist nicht in Ordnung. Wir sind keine Schlägertypen und verprügeln unsere Frauen nieder. Also wenn irgendwer, das ist das nämlich das Nächste, was dann kommt von diesen verdammten Medien da draußen. Die werden uns dann sagen, schau, der Bruder Andi hat gesagt, man soll die Frau unterhalten, das muss sie zwingen, das muss sie schlagen. Nicht? Muss sie schlagen. Nein, habe ich nicht gesagt. Sondern wir schlagen unsere Frauen. Wenn du mal deine Frau geschlagen hast und jetzt immer noch schlägst, solltest du damit aufhören. Und im schlimmsten Fall brauchst du dich nicht zu wundern, dass deine Frau die Polizei kontaktiert und dich anzeigt, das ist Körperverletzung. Es ist nicht der Wille des Herrn. Du brauchst ein bisschen Zucht vom Herrn, glaube ich, wenn du sowas machst. Der Herr soll dich züchtigen. Ja? Sondern was heißt das eigentlich? Es ist natürlich die Entscheidung der Frau, sich unterzuordnen. Und die Frau soll sich unterordnen, weil wenn sie sich nicht unterordnet, dann ist sie nicht im Willen des Herrn. So, was heißt das dann für die Familie? Stell dir vor, die zwei sind verheiratet und die Frau ordnet sich nicht unter. Der Mann sagt zum Beispiel, hey, ich möchte, dass du, wir werden jetzt umziehen, ja? Wir werden nach Deutschland ziehen, ja? nach Pforzheim von mir aus, weil die Gemeinde so toll ist dort. Das ist eine gute Entscheidung. Ich weiß, ich mache sehr viel Werbung für die Gemeinde, das soll ich dort damit aufhören. Okay? Und wir ziehen jetzt dorthin und die Frau sagt dann so, ich überlege es mal. Schauen wir mal, ich sage dir morgen Bescheid. Ich frage morgen noch einmal. Nicht? War das Unterordnung? Es war keine Unterordnung. Es war zumindest höflich ausgedrückt, nein, ich werde nicht tun, was du sagst. Ja, oder ich überlege es mir noch, bin mir noch nicht sicher, ob ich mich dir unterordnen soll. Zumindest hat sie nicht angeschrien und ihn mit Gegenständen beworfen, nicht? Das gibt es ja auch. Ja. Liebe Brüder und liebe Schwestern, was heißt es praktisch? Wenn der Mann sagt, hey, wir ziehen jetzt nach Pforzheim um und die Frau dahergeht und sagt, nicht mit mir, dann bist du außerhalb des Willens Gottes, du sündigst gegen deinen Ehemann, du sündigst gegen deine Kinder, du sündigst gegen Gott, weil was zeigst du damit deiner Familie? Du zerstörst deine Familie dadurch. Du sagst, hey Kinder, es ist in Ordnung, wenn ich als Mutter sage, nein, nicht mit mir. Was werden die Kinder daraus lernen? Seine Mama hat gesagt, das ist in Ordnung, wenn man Nein sagt, muss man sich nicht unterordnen. Mama hat es gesagt. Und der Mann steht daneben und denkt sich, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und tatsächlich, das ist eine sehr schwierige Frage. Also wenn eine Frau ihre Familie zerstören will, wenn du bekannt werden willst, als Familienzerstörerin, dann antworte so dreist und sage, ich mach's nicht. Dann wird jeder zu dir hinschauen und sagen, hey, kennst du diese eine Frau da? Diese komische, die ist gläubig und gerettet, aber mit der will ich keine Gemeinschaft. Schon mit der will ich nichts zu tun haben. Die ist ein schlechtes Vorbild für ihre Kinder und für meine Kinder auch gleichzeitig. Wenn sie so zu uns kommen und bei uns Mittagessen und dann so mit ihrem Mann redet, was lernen dann meine Kinder draus? Mit der will ich keine Gemeinschaft haben. Willst du so sein wie diese komische Frau dort, die nicht verstanden hat, wo ihre Rolle ist und ihre Position ist? Und nochmal, das heißt nicht, dass wir gewalttätig sind, sondern die Frau muss freiwillig selber entscheiden, sich dem Herrn unterzuordnen. Jetzt sehen wir auch gleichzeitig, wie wichtig es ist, dass nur Christen miteinander heiraten. Dass nur gerettete Personen miteinander heiraten. Das ist nicht der einzige Grund natürlich, aber das ist ein wichtiger Grund. Weil eine gerettete Person ist eher wahrscheinlich, dass sie diesen Punkt versteht, hey, die Bibel sagt, ich muss mich unterordnen. Okay, sie versteht zumindest, was ihr Problem ist. Aber eine gottlose Frau, die weiß nichts.
Ja, die schaut vielleicht gut aus, ja, du hast dich verführen lassen, verleiten lassen, du hast dann geheiratet, bist für immer versiegelt mit diesem Bund und dann kommst drauf, hörst, die versteht gar nichts. Das ist nicht, so wie sie ausschaut, ist nicht, was im Herzen drin ist scheinbar, nicht? Zu spät draufgekommen, du hast nur aufs Äußere geschaut. Ja, selber schuld. Das heißt nicht, dass du dich scheiden lassen sollst. Ja, einmal verheiratet, immer verheiratet. Das ist zu spät. Bis dass der Tod eben diesen Bund aufhebt. Okay? Ich habe noch sehr viel Stoff drin. 7 Seiten habe ich noch, wie viel das aussehen hat. Keine Ahnung. Ja, was, wenn meine Frau nicht mit mir ehelich verkehren will? Zwingst du sie dann? Muss sie sich dann unterordnen? Was sagst du, Bruder Andi? Ja. Muss sie dann? Ist es dann Vergewaltigung? Das wird uns einige vorwerfen, wenn wir dann sagen. Aber was ist die Antwort? Ich muss nochmal antworten. Ja, auf jeden Fall. In allem heißt in allem. Hey, wenn der Mann das braucht, ist es eigentlich selbstverständlich, dass die Frau sagt, natürlich machen wir das. Und wenn die Frau das braucht, ist es auch selbstverständlich, dass der Mann es macht. Das eigentliche Problem ist aber eigentlich für den Mann und nicht für die Frau. Wir wissen, die Frau braucht das nicht so oft, die brauchen das gar nicht zu verstecken. Das ist die Wahrheit. Und es gibt aber eine Sonderregelung der Bibel. Die Bibel sagt nämlich, schlagen wir gemeinsam den 1. Korintherbrief, Kapitel 7 auf. Also ja, die Frau sollte sich auf jeden Fall unterordnen, auch in dieser Hinsicht. Auch wenn sie nicht will. Auch wenn sie keine Lust hat. Und weil eben diese Unklarheit unter den Christen besteht, muss sie sich wirklich da auch unterordnen. Ist das nicht Vergewaltigung? Ist es nicht dies und das? Weiter, Vergewaltigung bedeutet nicht, zwingen sie mit Gewalt. Das machen wir Christen nicht. Das machen wir nicht. Wir zwingen keine Frau, unsere Frau nicht mit Gewalt und verletzen sie dabei und so weiter. Das machen wir nicht. Okay? Sondern es muss von der Seite der Frau freiwillig kommen. Sie muss sich entscheiden, dem Herrn gehorsam zu sein. Wenn sie es nicht tut, dann wird sie eh das ernten, was sie sät. Sie wird Zerstörung ernten. Ja? Sie wird ihre Familie damit zerstören. Und auch umgekehrt. 1. Korinther 7, Vers 2. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jedermann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. So. Was ist ein zentraler Hintergrund der Ehe? Was steht hier? Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. So, was ist Unzucht? Unzucht heißt Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Du bist nicht verheiratet und du lebst so, als wärst du verheiratet. Okay, im Grunde genommen. Und um das zu verhindern, heiratet man. Du kannst sie nicht beherrschen, heirate. Du weißt, du hast da dieses Ding in dir, dieses Fleisch, diese Lust, heirate. Ist keine Sünde, sagte Paulus. Nur wenn du heiratest, dann solltest du auch wissen, hey, wenn mein Mann diese Sache braucht, dann bin ich es ihm schuldig. Es ist so, dass er mich anbetteln muss. Es ist so, dass er zu mir kommt und sagt, bitte, kann ich heute nicht. Und dann sagt die Frau, meine Finger tun weh, morgen vielleicht, oder ich habe meine Nase gebrochen, oder ich weiß nicht, okay, Nasenbruch ist ein bisschen schmerzhaft, ja, okay. Oder was gibt es noch für Argumente, was ich mir da rausgesucht habe? Das ist ein gutes Argument, nicht? Ich hatte einen schlechten Tag. Ich habe einfach einen schlechten Tag gehabt, deswegen kann ich es nicht machen. Ja? Ich habe jeden Tag einen schlechten Tag manchmal. Ist das ein Grund, dass man nicht die Zuneigung vollzieht, die man ihr schuldig ist? Das ist überhaupt kein Grund. Ja? Oder was gibt es noch für Gründe? Was haben wir da aufgeschrieben? Ich habe da eine riesenlange Liste. Genau, was habe ich da? Ich habe mich am Arm verletzt. Ich habe mich am Arm verletzt und es tut mir jetzt weh. Aber Moment einmal, du hast dich in der Früh verletzt, du hast gerade vor 3 Stunden Staub gesaugt, du hast die Wäsche gewaschen, du hast gekocht, du hast dies und das und jetzt auf einmal tut es weh? Jetzt auf einmal kannst du nicht mehr? Das ist kein Argument. Okay? Wenn ich mich verletze, dann gehe ich trotzdem in die Arbeit. Wenn ich mir die Nase breche, gehe ich trotzdem in die Arbeit, mache meine Arbeit, bin gehorsam meinem Chef, ordne mich unter. Das ist kein Grund, dass ich in die Arbeit gehe, meine Pflichten einhalte. Und die eheliche Pflicht ist eine Pflicht. Es ist kein, hey, vielleicht habe ich heute Lust.
vielleicht hast du morgen Lust. Und vielleicht ist es ein Zufall, wir haben einmal im Jahr Lust und dann treffen wir uns einmal im Jahr und in der Zwischenzeit bist du schon mit 15 Frauen unterwegs gewesen, weil eine Frau dir das nicht gibt, was du brauchst. Das ist dann der Rückschluss. Wenn die eheliche Pflicht nicht eingehalten wird, dann sucht man woanders. Deswegen will Gott, dass es eine Verpflichtung ist, wenn der Mann will, muss die Frau, wenn die Frau will, muss der Mann. Die einzige Ausnahme, die auch biblisch begründet ist, wenn sie ihre Tage hat. Ja, natürlich, weil wie soll das dann gehen, nicht? Wenn das Blut da rauskommt die ganze Zeit. Das geht ja nicht. Dann bist du einfach nicht hygienisch, unrein sozusagen. Dann geht es auch nicht wirklich. Ja? Und das merkst du dann auch, ja, die Stimmung ist dann schlecht und so weiter. Dann ist in Ordnung. Das ist für mich, meine persönliche Meinung, das ist ein legitimer Grund, dass man sagt, 7 Tage passt, halten uns fern. Ist in Ordnung. Oder nach der Geburt. Ich meine, welcher komischer Typ kommt auf die Idee zu sagen, hey, gleich am selben Tag nach der Geburt, schauen wir, dass wir das anstreben, nicht? Dann haben wir einen Rekord. Das hat noch niemand geschafft. Das ist ganz gefährlich eigentlich, nach der Geburt. Die Wunde ist offen, das blutet alles raus, ist eitrig. Du kannst dich vielleicht irgendwie Bakterien hineinbringen und so weiter und so fort. Ich meine, dass das klar ist, dass man es nicht gleich nach der Geburt macht, ist hoffentlich klar, oder? Ich meine, muss ich das irgendwie begründen? Was bewirkst du, wenn du als Frau dich in dieser Sache nicht fügst und sagst, hey, ja, wenn du willst, okay, gerne. Oder was passiert eigentlich, wenn du dann schwanger wirst und dann sagst du während der Schwangerschaft, du, ich bin schwanger. Ich kann nicht. Siehst du nicht? Ich bin schwanger. Ja? Ich kann die eheliche Pflicht nicht halten, weil ich fühle mich so schlecht. Es gibt natürlich, ja, also es gibt natürlich solche Phasen in der Schwangerschaft, wo es schwierig ist, wo es auf und ab geht, die Hormone gehen auf und ab. Und das ist aber kein Grund, das zu verwehren, weil was bedeutet das dann? Was sagst du deinem Mann, wenn du sagst, hey, ich bin schwanger, ich kann nicht mehr, nee, in den nächsten 9 Monaten müssen wir aussetzen. Was heißt das dann? Will der dann noch mehr Kinder mit dir haben oder wie? Ist der dann motiviert, irgendwie zu sagen, ja, 10, 15, 20, 30, was weiß ich, wie viele Kinder, wie sie sich ausgehen? Ist das deine Motivation, wenn du sagst, hey, ich bin in der Schwangerschaft, mich nicht unterordnen, dem Herrn gegenüber und meinem Mann gegenüber und sagen, hey, ich mach das? Du wirst dafür sorgen, dass er nachher verhütet. Er wird anfangen, sich zu überlegen, Herr, wenn ich dann noch ein Kind, muss ich wieder 9 Monate warten. Was für eine, dann wirst du einfach nur bitter und wirst aggressiv und du verstehst die Welt nicht mehr. Es ist nicht in Ordnung, dass die Frau sagt, nur weil ich schwanger bin, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Schwangerschaft ist nicht eine Krankheit. Es ist keine Rechtfertigung, den ehelichen Verkehr abzulehnen. Keineswegs. Das lesen wir nirgendwo in der Bibel. Umgekehrt. Die eheliche Pflicht ist eine Pflicht. In der Schwangerschaft, außerhalb der Schwangerschaft, ist kein Thema. Das ist kein Thema. Die einzige Ausnahme, wie gesagt, wenn wirklich da unten was rauskommt, wenn es Blut und so weiter aus, es ist Ausfluss und so weiter, das ist eine Ausnahme. Aber das ist jetzt nicht, während der Schwangerschaft hast du das kaum. Also, wenn du einmal schwanger bist, hast du es nicht mehr für 9 Monate. Ja. Und weißt du, du wirst deinen Mann veranlassen, dass er verhütet. Und lass mich eins klarstellen. Lass mal eins klarstellen, was Verhütung betrifft. Ich glaube, dass Verhütung ein Werkzeug des Teufels höchstpersönlich ist, aus der Hölle herausgebracht. Wieso glaube ich das? Verhütung dient ausschließlich dazu, seine selbstverliebten Gelüste zu erfüllen, ohne dass ein Kind dabei entsteht. Du denkst nur an dich. Und du rechtfertigst es vielleicht damit, du sagst, ich kenne viele Frauen, die das gesagt haben, ich gehe noch studieren. Ich muss doch mein Studium fertig machen. Ich bin schon verheiratet, aber wir hauen trotzdem das Plastik auf, weil wenn jetzt ein Kind kommt, dann kann ich es nicht versorgen, weil ich muss noch studieren und dies und das. Hey, das ist Selbstverliebtheit. Der Herr wollte nie, dass die Frau studieren geht. Der Herr wollte eigentlich, dass die Frau heiratet, Kinder erzieht und sie im Glauben anleitet und den Haushalt führt. Wir lesen das überall in der Bibel, im Neuen, im Alten Testament. Verhütung ist nämlich nur dazu da, damit man seine eigenen Gelüste eben rechtfertigt und sagt, hey, wir wollen keine Kinder, es ist nur Stress, wir schauen nur auf uns, ich schau auf mein Studium, schau, wie es mir geht, schau auf unsere Urlaube. Ja, wenn du Kinder hast, wirst du wahrscheinlich am Anfang nicht mehr so oft auf Urlaub fahren, wie du vielleicht vorher gefahren bist, oder du wirst halt mehr Arbeit haben, oder du wirst halt vielleicht nicht mehr so oft zusammen, komm vielleicht einmal die Woche statt 4-mal die Woche oder und so weiter und so fort, weil einfach viel zu tun ist, das ist normal. Okay? Und das will man vermeiden,
wenn man nur an sich selber denkt. Und die Welt, was macht die Welt aus Verhütung? Damit rechtfertigt sie Unzucht. Sagen, hey, da kann eh kein Kind dabei rauskommen. Verhüten wir einfach, niemand merkt's, wir können machen, was wir wollen, es gibt keine Konsequenzen. Das heißt, die Welt verwendet Verhütung für Unzucht, für die Rechtfertigung von Unzucht. Und Christen verwenden Verhütung deshalb, damit sie ihre eigenen Fantasien, sozusagen ihre Familienplanung. Hast du schon mal gehört? Die Familie, ist es nur in Österreich so? Ich weiß nicht. Familienplanung, kennen Sie diesen Begriff? Planen wir doch unsere Familie. Schauen, rechnen wir uns aus. Okay, ich will 3 Kinder, du willst 5 Kinder, immer Mittelwert, 4 Kinder. Das ist der Datum, das Datum, da soll es passieren. Dort kommt es raus, dann geht das Studium wieder weiter, dann wieder das nächste Kind, nicht und so weiter und so fort. Das lernen Sie in der Schule. Plane deine Familie. Plane sie. Du bist Gott, du planst die Familie. Ja? Mach, wie du es glaubst. Wie in aller Welt will man dann das erste Gebot halten? Ich verstehe es überhaupt nicht. Die Bibel sagt, das erste Gebot in der Bibel, seid fruchtbar und mehrt euch. Wie wäre es damit? Ja, aber ich kann auch mit 2 Kindern mich mehren, oder? Moment einmal. Diese jüdischen verfluchten Fabeln, sage ich nur dazu, ja, von denen du das hast, das sind jüdische dumme Argumente. Du bist doch mit 2 Kindern fruchtbar, oder? Weil ich habe 2. Sind nicht einer, sind 2. Wieso lassen wir diese depperten jüdischen Fabeln nicht einfach links liegen und tun einfach das, was der Herr sagt, vertrauen ihm 100% und der Herr entscheidet, wie viele Kinder du kriegst und nicht du. Amen. Das ist doch echt krank, oder? Wenn ich dahergehe und sage, ich entscheide über das Leben und Nichtleben, wer bist du, der das entscheidet? Wieso hast du überhaupt geheiratet? Genauso könntest du in Unzucht leben, oder? Ist ja genau dasselbe. Du heiratest, damit du den Plastik rüberwirfst und nachher, was macht die Welt? Die tut genau dasselbe, außer dass sie den Vertrag nicht unterschrieben hat. Also Kinder sind ein Produkt der Ehe. Und wenn du Kinder nicht willst, liebst du Kinder nicht? Willst du nicht, dass Gott dir einen Segen schenkt? Willst du nicht, dass Gott dich belohnt? Sagen, nein, ich will die Belohnung Gottes nicht haben. Ich will den Segen Gottes nicht haben. Ich will mein Studium haben, weil es mir viel wichtiger ist, meine Pflichten als Hausfrau zu erfüllen, fruchtbar zu sein, sich zu mehren. Wenn mir irgendwelche Juden erzählt haben oder sonst, das sagt ja auch die Welt, es sind nicht nur die Juden, die das ins Spiel gebracht haben. Hey, mit 2 bist du auch fruchtbar. Mit 2 bist du auch fruchtbar. Ja, aber du solltest dir nicht anmaßen zu sagen, hey, ich entscheide über die Entstehung von Leben. Nein, du vertraust dem Herrn, du machst deine eheliche Pflicht, wenn der Herr dir 2 Kinder schenkt, Halleluja. Amen. Wenn er dir 3 Kinder schenkt, Amen. Wenn er dir 4 Kinder schenkt, freust du dich umso mehr. Das ist die Einstellung von biblischen Frauen. Hey, gib mir Kinder, sonst sterbe ich, sagt Rahel, oder? Das sollte unsere biblische Einstellung sein. Und nicht, ja, schon wieder eins. Sag, wie bringe ich das hin? Mein Studium muss noch fertig. Es ist immer das Studium. Bei den Frauen habe ich immer nur das Studium. Du musst gebildet sein. Du musst eine zweite Schiene freihalten. Falls dein Mann dich verlässt, musst du immer noch in die Wirtschaft gehen, nicht? Sag, wenn du davon rechnest, dass dein Mann dich verlässt, wieso heiratest du ihn dann? Punkt Nummer 4. Bin's gleich. Oder auch nicht. Unterordnung in der Arbeit. Ich hoffe, ihr kommt so mit. Wenn es zu viel wird, merke ich es dann eh. Unterordnung in der Arbeit. Die Bibel sagt ganz klar im Epheser Kapitel 6, Vers 1, ein Kapitel später, ihr Kinder, seid gehorsam, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen falsch gewesen, Unterordnung in der Arbeit, so. Epheser 6, Vers 5, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Hey, all diese Prinzipien, die wir jetzt gelernt haben, Unterordnung in der Kirche, Unterordnung in der Ehe, gelten natürlich auch für die Arbeit. Hier steht, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern. Und wir sollen unseren leiblichen Herrn natürlich dienen, nicht als wären sie unsere Vorbilder oder unsere Superhelden, sondern wir dienen eigentlich dem Herrn und deswegen ordnen wir uns unter unseren Arbeitgebern. Es ist so wichtig. Wenn du jetzt da Unterordnung nicht in der Ehe leben kannst, weil du gar nicht verheiratet bist, kein Problem. Wie schaut es mit Arbeit aus? Du kannst in der Arbeit lernen, dich unterzuordnen, wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, du,
wir brauchen dies und das, das musst du bestellen, du musst diese Mappe da vorbereiten und so weiter. Meine Frau hat mir ein Video gezeigt letztens über genau diese Sache. Lehrlinge vor 20 Jahren, Azubis vor 20 Jahren, wie die reagiert haben auf Befehle. Das war sehr witzig. Sie hat mir das dann gezeigt, haben gesagt, Anni, du musst das schauen, das ist sehr witzig. Denke ich mir, okay, ja, zeig mal. Und da war, ist es vorgeführt worden. Es ist wirklich wahr, was da im Video drin ist. Und da kommt so der Meister raus und sagt dem Lehrling, hey, du musst jetzt dieses Holzstück in den Lastwagen bringen. Und der Lehrling steht, der hat noch nicht gewusst, ob jetzt jemand kommt, nicht? Und hört dann zu und okay, und rennt schnell in den Lastwagen und tut es rein. Und dann, 10 Jahre später, der Lehrling steht mit seinem Handy und der Meister kommt raus und sagt, oder sein Smartphone nicht und spielt herum, kommt raus und sagt, du bist ja ein guter Mitarbeiter und ich schätze deinen Dienst und würdest du vielleicht bitte, wenn du fertig bist mit dem Handy, dieses Holzstück in den Lastwagen räumen? Und der Lehrling, der Azubi so, okay, schlecht sein, als muss das jetzt sein oder kann das vielleicht auch später sein? Oder? Und dann, okay, dann ist der Meister reingegangen und er ist so langsam so rumgeschmissen, nicht? Oder nebenbei auch was trunken und so, glaube ich. Und das ist wirklich die Realität. Das ist die Realität. So reagiert man heute im Jahr 2023. Du hast keine Kraft mehr. Du bist ausgelaugt, warum auch immer. Ja? Du wirst vielleicht zu Hause so erzogen, dass du nichts machen musst. Das ist natürlich zerstörerisch, wenn du als Kind nicht lernen kannst, etwas zu tun, zu arbeiten und so weiter und so fort. Wenn du dein Kind immer verwahrlost, wenn du das Fenster, den Fernseher einschaltest und du gehst gerade das Auto putzen. Nein! Meine Kinder putzen mein Auto. Sie machen das auch gerne. Sie nehmen den Staubsauger, sie hauen sich rein, sie sitzen am Sitz drauf und saugen alles auf, sind dann fertig und sagen, ich bin fertig und dann schaue ich kurz rein. Da ist noch was. Okay, ja, dann geht es weiter, nicht? Also, das ist ein Beispiel von vielen Beispielen, wenn du deine Kinder niemals einen Schraubendreher verwenden lässt, oder eine Bohrmaschine verwenden lässt, das ist ja nicht mit 2 Jahren, natürlich eh nicht, ja, mit 3 vielleicht auch, mit 4, mit 5 vielleicht schon anfangs damit, werden sie es auch nicht lernen, damit zu arbeiten. Die werden dann immer glauben, hey, ich bin nur dazu da, damit ich fernschaue und Süßes esse und das kriege, was ich will. Das werden sie dabei lernen. Und dann kommen eben solche interessanten Videos, die das dann aufzeigen. Ja? Also eigentlich stimmt es. Die Moral, die Erziehung, die Arbeit, die ist nicht mehr so qualitativ wie vor 20, 30 Jahren. Und du kannst aber als Christ, jetzt kommt die Applikation, als Christ kannst du dahergehen und sagen, hey, weißt du was? Ich bin das Beispiel von vor 20 Jahren. Wenn mein Chef was sagt, sage ich, ja, gerne mache ich es. Gerne und ich mache es. Und weißt du, was das bewirken wird? Deine Mitarbeiter schauen sich dann komisch an. Eigentlich denken sie sich die ganze Zeit, was für ein Trottel, was für ein Idiot. Weißt du? Wieso arbeitet der so? Ja? Das müsste eigentlich gar nicht. Er hätte nur eins haben müssen, dann hätte er sich einen anderen gesucht. Ja? So ein Idiot. Ja? Die sitzen da bei der Pause nicht und essen und trinken. Und das werden deine Mitarbeiter über dich denken. Aber weißt du, was sie noch denken werden? Oder weißt du, was insgeheim trotzdem passiert in ihren Köpfen? Sie werden dich respektieren. Weil du bist derjenige, der arbeitet. Du hast was zum Reden. Die schauen zu dir und sagen, der arbeitet die ganze Zeit, ich verstehe nicht warum, er ist ein Volltrottel und so weiter, hätte es auch leichter haben können, aber sie respektieren dich gleichzeitig. Dein Chef wird dich respektieren. Dein Chef wird dich jetzt, der wird dir mehr Verantwortung übergeben. Ich kann wirklich nur auch aus meiner Erfahrung sagen, und auch wenn ich in einem halb öffentlichen Betrieb arbeite, auch in halb öffentlichen Betrieben ist das möglich. Du kannst deine Arbeitgeber, jetzt nicht unbedingt meine, aber auch deine, du kannst deine Arbeitgeber dazu motivieren, dass sie dich segnen. Ja, weil sie einfach nicht mehr diese Mitarbeiter finden, die direkt die Dinge auch machen. Und das ist die Applikation Unterordnung in der Arbeitszeit. Und lass mich eins sagen, hey, wenn du Mitglied bei der Gewerkschaft bist, hast du was nicht verstanden bei der Unterordnung deinem Arbeitgeber gegenüber. Die Gewerkschaft ist ein Instrument, welches Streitigkeiten einfach zeigt. Na, wir wollen, dass die Arbeitnehmer mehr Geld kriegen, ohne viel mehr zu arbeiten. Das sind Gewerkschaften. Eines Tages kommt ein Mitarbeiter zu mir und sagt, ja, wir gehen jetzt streiken. Streiken, nicht? Streiken, ja? Sagt euch was, oder? Okay. Und ich war, glaube ich, der Einzige, der sagte, ich gehe streiken. Und dann hat er mich vorgeführt, nicht? Offiziell. So, damit alles hören, nicht? Alle Räume sind offen gewesen. Haben mich, okay, Herr Schamund, kommen Sie mit. Okay, bin mitgegangen. Wir haben uns hingesetzt.
Und der Mitarbeiter hat gesagt, sie wollen nicht streiken. Wir wissen, dass das ein Akt der Solidarität ist. Und es ist für die Gehälter, sie werden mehr. Und wir haben alle was davon. Sie sollten unbedingt streiken. Und sie bleiben bei der Entscheidung, dass sie nicht streiken? Sage ich, ganz genau. Und dann habe ich gefragt, das heißt, sie wissen schon, dass sie an diesem Tag arbeiten müssen? Ja. Amen. Hat die Welt nicht mehr verstanden. Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Aber weißt du, am Ende des Tages, es war nur ein Tag. Ein Tag. Ein Tag musst du halt extra arbeiten. Und nicht einmal, nicht einmal. Okay, das Ziel des Ganzen ist es ja, dass das Geld mehr wird, natürlich, ist eh klar. Ja. Aber dieser Typ hat die Welt nicht mehr verstanden. Und ich sage dir eins, wenn Streik ist, bist du der Erste, der sagt, hey, weißt du was? Ich habe einen Arbeitsvertrag. Ich habe einen Arbeitgeber, der hat mir gesagt, ich soll A, B, C machen und du kommst daher und willst mich jetzt dazu bringen, dass ich meinem Arbeitgeber ungehorsam bin, mich nicht unterordne, das sei ferne, ich streike nicht. Du kannst mich vorführen, du kannst mich vor meinen Azubis da vorführen und mir diese Fragen stellen, ist mir egal, ich streike nicht. Ich ordne mich meinem Arbeitgeber unter. Und du wirst auch sehen, auch das wird dir Respekt verschaffen. Auch wenn es so widersprüchlich klingt. Die meisten haben sich entschieden zu streiken, nicht? Der letzte Punkt, und da bin ich wirklich fertig. Punkt Nummer 6, Unterordnung der Kinder. Unterordnung der Kinder. Das ist ein so wichtiger Punkt, ich muss den einfach reinbauen. Die Bibel sagt nämlich im Epheser Kapitel 6, Vers 1, schlagen wir gemeinsam Epheser Kapitel 6 auf. Und dann haben wir es auch geschafft. Epheser Kapitel 6. Die Bibel sagt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Furcht und Ermahnung des Herrn. Was für ein Segen, wenn jemand noch Eltern hat. Weil weißt du, wenn du noch Eltern hast, du bist jung oder alt und du hast noch Eltern, dann kannst du dieses Gebot einhalten, du ordnest dich unter, du bist gehorsam und was ist die Konsequenz, wenn du das machst? Nicht nur, dass du den Herrn damit ehrst, der dir deine Eltern gegeben hat, deine Mutter, die dich 9 Monate lang gestillt hat, Entschuldigung, im Bauch ausgetragen hat, danach gestillt hat, die Windel gewechselt hat und so weiter und so fort. Diese Arbeit kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe es mir auch nicht vorstellen können, bis ich eben geheiratet habe. Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe mir darüber gelacht, sagen, sie ist doch noch schwanger. Okay. Aber weißt du, das ist echt anstrengend, sowas. Wenn du dann die ersten 3 Monate diese Kotzereien hast, ja, und die ist immer noch stinkübel und dann riecht alles auf einmal komisch, die ganzen Shampoos auswechseln musst und so weiter und so fort. Und dann am Ende der Schwangerschaft, diese Vorbereitung, die Wehen, diese Schmerzen und so weiter und so fort. Das ist echt harte Arbeit. Das ist eine Mühe. Ja. Und dann ist es aber unsere Pflicht. Hey, wenn meine Eltern das für mich tun, sie haben dich versorgt. Sie haben dir zum Essen gekauft, sie haben dir ein Zuhause gegeben und deine Pflicht ist es, deine Eltern zu ehren, weil sie haben dir alles ermöglicht. Und Gott will es außerdem, dass du deine Eltern ehrst. Und was passiert dann? Dann wirst du lange leben in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Die Bibel sagt dir ganz klar, das erste Gebot im Neuen Testament mit Verheißung, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst und es dir gut geht auf Erden. Wenn du Eltern hast, und das muss jetzt nicht sein, es gibt auch Menschen, die keine Eltern haben. Ja. Es gibt auch Menschen, deren Eltern gestorben sind. Es gibt auch Menschen, die vielleicht deren Eltern sie ausgestoßen haben. Vielleicht, weil sie gläubig geworden sind. Nicht? Mein Papa hat mich ausgestoßen, meine aber. Jemand sagt vielleicht, mein Papa hat mich ausgestoßen, weil ich den Herrn angenommen habe. Er ist Muslim und er wollte mich nicht in seiner Familie behalten. Er sagt, du musst jetzt raus aus dem Haus, du bist Christ geworden, raus. Wie willst du so deine Eltern ehren? Relativ schwierig. Relativ schwierig. Und der Herr will natürlich nicht von uns verlangen, was nicht möglich ist. Ist eh klar. Aber wenn du Eltern hast, hast du keine Ausrede. Schau, dann musst du sie ehren. Das ist ein Gebot des Herrn. Steht in den 10 Geboten drinnen. Als ich das mal nachgeschaut habe, normalerweise, oder? 10 Gebote. Ehre, Vater und Mutter. Und was heißt es, sie nicht zu ehren? Hey, wenn Papa oder Mama sagt, du sollst den Tisch aufwischen, wurscht jetzt, ob du jung oder alt bist, egal, interessiert mich nicht. Hey, Andi, wisch den Tisch auf. Und die Antwort ist, ja, später vielleicht. Oder,
habe jetzt keine Zeit, Mama, ich will jetzt was anderes machen. Oder wenn jemand vielleicht älter ist, 13, 14 Jugendlicher, Mama, gestern habe ich Zeit gehabt, aber jetzt muss ich los. Ja? Oder vielleicht bist du sogar so dreist. Vielleicht bist du sogar so dreist und antwortest, nein. Was für eine Schande du über deine Eltern bringst. Weißt du, wir alle machen Fehler. Wir alle haben gesündigt und wir alle haben auch schon unsere Eltern nicht geehrt. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der mal nicht gehorsam war meinen Eltern gegenüber. Aber ich hoffe es eigentlich schon. Ich hoffe schon, dass ich der Einzige bin. Aber wahrscheinlich ist es nicht so. Ja? Wir alle haben schon mal gefehlt. Aber wenn deine Mutter dir sagt, trag deinen Müll raus, und du sagst, beinharte, schaust dir ins Angesicht und sagst, nein, was für ein rebellischer Sohn, was für eine rebellische Tochter du bist, was für eine Schande du bist für deine Eltern, so eine Schande. Weißt du, was Gottes Wille ist für diese Kinder, die absichtlich, mutwillig, ungehorsam sind? Ich lese es kurz vor, Sprüche 30, 17, ein Auge, das den Vater verspottet und es verachtet, der Mutter zu gehorchen, das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Das ist der Wille Gottes für dich, dass du wahrscheinlich nicht einmal begraben wirst, wenn du deine Eltern so behandelst. Die Adler werden dich da irgendwie auffressen, ja? Dein Fleisch. Was für eine Schande für die Eltern, wenn ein Kind dahergeht und sagt, Mama, ich mache es nicht. Vielleicht als Einjähriger, Zweijähriger, okay, da kannst du es noch lernen. Aber wenn du dann 13, 14 bist und das immer noch tust, ich weiß nicht, ob es dann schon zu spät ist. Ich weiß nicht, ob er dich dann noch so formen kann, dass es noch was wird. Vor allem, wenn du so stur bist und sagst, nein, ich habe richtig gehandelt. Hey, wenn du gesagt hättest, okay, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt verstehe ich es. Dann kannst du immer noch Buße tun. Du kannst immer noch umkehren von der Sünde. Du kannst immer noch zu deinen Eltern gehen und sagen, tut mir leid, ich habe alles falsch gemacht. Und ab heute werde ich mich unterordnen. Amen. Super. Dann kannst du das Gebot noch einhalten. Aber zu behaupten, ich habe alles richtig gemacht, indem ich, nein, ich will nicht, ich mache meine Sachen, ich ordne mich nicht unter... Was für eine Schande. Kehr um von dieser Sünde. Wenn jemand dieses Problem hat mit seinen Eltern, egal wie schlimm die Eltern sind, egal wie schlimm sie sind, du kannst sie trotzdem ehren. Das ist so eine Ausrede. Meine Eltern, du kennst meine Eltern nicht. Ja, okay, wenn sie keinen Kontakt haben wollen, andere Sache, andere Geschichte. Dann kannst du sie gar nicht ehren. Du kannst vielleicht anrufen, Brief schicken, okay. Du kannst sie aber nicht wirklich ehren, wenn du keinen Kontakt hast, weil sie nicht den Kontakt wollen. Ja? Aber wenn sie den Kontakt wollen, dann solltest du sie in irgendeiner Weise trotzdem schätzen und respektieren. Das heißt nicht, dass du ihnen deine Kinder überlässt. Das heißt nicht, dass sie jetzt Aufsicht haben müssen über deine Kinder. Du kannst auch sagen, nein, ich möchte, dass meine Kinder bei mir bleiben, weil dies und das. Oder du sagst es auch gar nicht, sagst, ich möchte das einfach nicht. Ja? Weil du einen schlechten Einfluss vielleicht hast. In Ordnung. Aber du bist das Kind. Du wurdest geboren von diesen Menschen. Du solltest sie auch ehren. Und abschließend möchte ich noch erklären, damit keine Missverständnisse sind. Es gibt auch Grenzen in der Unterordnung. Es gibt Grenzen in der Unterordnung. Man muss sie nicht immer unterordnen. Es gibt Ausnahmen. Prinzipiell gilt die Regel, du musst dich immer unterordnen, wenn du eine Autorität über dir hast. Frau muss sich dem Mann immer unterordnen. Kinder müssen sich den Eltern immer unterordnen. Arbeitnehmer muss sich dem Arbeitgeber immer unterordnen. Aber es gibt auch eine Ausnahme. Und das ist wirklich die letzte Seite. Dann habe ich es geschafft. Natürlich kannst du dich nicht unterordnen, wenn du keine Kirche in der Nähe hast. Eh klar, das haben wir schon gesagt. Du kannst jetzt nicht die Kirche selber bauen und sagen, ich bin die Kirche und ich bin der Pastor, so wie der eine aus Saarbrücken und gehorcht es mir alle, nicht? Kannst du nicht. Verständlich. Vielleicht schaffst du es aber einmal im Jahr vorbeizukommen, vielleicht schaffst du es einmal im Monat vorbeizukommen, dann kannst du auch Unterordnung leben in der Kirche. Punkt Nummer zwei. Du bist als Frau nicht verheiratet, na, dann kannst du dich deinen Mann nicht unterordnen, weil du hast noch keinen Mann. Oder? Ist eh klar. Das ist eine Ausnahme, die ganz klar ist. Oder die Eltern sind verstorben. Dann kannst du dich deinen Eltern nicht unterordnen. Haben wir auch schon gesagt. Aber abgesehen von dem, gibt es auch klare Argumente, wenn du sagen kannst als Christ, nein, ich mache das nicht. Du hast es mir befohlen, du bist Autorität in meinem Leben, aber nein, ich mache es nicht. Da gibt es eine Ausnahme, und zwar... Wenn dein Chef, wenn dein Ehemann, wenn dein Pastor, wenn deine Familie, Freunde und Eltern und egal wer mehr Ehre haben wollen als Gott, dann musst du dich nicht unterordnen. Das ist die einzige Ausnahme. Hey, wenn dein Ehemann dir sagt,
gehen wir in die Satanskirche. Musst du dich dann unterordnen? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auch wenn steht, soll sich unterordnen in allem, da sollst du dich nicht unterordnen. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 5, müssen Sie nicht aufschlagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Okay, das ist die Ausnahme. Gehorchen Gott mehr als Menschen. Wenn dein Arbeitgeber dir sagt, hey, streich die Null noch weg. Streich diese zwei Nullen weg. Weiß keiner, dein Gehalt wird auch mehr werden. Ja, mach das einfach. Musst du dich unterordnen? Nein, auf keinen Fall. Weil über meinem Arbeitgeber steht noch ein Arbeitgeber und der schaut aber ganz genau auf die Nullen. Und das Gebot ist es, dass ich nicht Nullen wegstreiche, sondern dass ich sie aufschreibe. Aber dann genau das Gegenteil. In meinem Vertrag steht, ich muss sie aufschreiben und du sagst, ich soll sie streichen, damit es so ausschaut, als wäre es was anderes, damit du vielleicht mehr Förderungen bekommst. Hey, Geld regiert die Welt. Geld ist die Wurzel alles Bösen, oder? Eine Wurzel, sagt die Bibel. Musst du dich nicht unterordnen. Wenn deine Eltern dir sagen, ja, weißt du was, sag dich ab von deinem Gott. Sag dich ab von deinem Gott. Und dann bist du herzlich willkommen. Dann kannst du wieder zu uns nach Hause kommen, du hast die guten Speisen, du hast dein Bett, du hast dein Zimmer, du hast deine Freunde wieder zurück. Musst du dich dann unterordnen? Hoffentlich nicht. Nein, keinesfalls. Nein, ich werde mich nicht unterordnen. Ja, ich werde dich ehren, aber ich werde den Herrn mehr geben als dir. Ja? Und das ist auch unsere Einstellung, wenn irgendjemand von uns verlangt, wenn der Pastor zu dir kommt und sagt, hey, erzähl einfach diesem Bruder da, erzähl mal diese Geschichte, wir sehen, wie er reagiert. Tu so, als wäre das die Wahrheit gewesen, dass du das gemacht hast, und schau, wie der reagiert. Willst du dich dann unterordnen? Nein, ich werde doch nicht mir vom Pastor sagen lassen, lüg die Menschen an und gib falsches Zeugnis oder heuchle irgendwas vor. Sicher nicht. Ich werde mich nicht unterordnen. Ich werde ihn natürlich respektieren, solange er dem Herrn nachfolgt. Und das ist auch die Devise, 1. Korinther 11, ich lese es schnell vor. Seid meine Nachfolger, gleich wie auch ich Nachfolger des Christus bin. Das heißt, ja, ich folge dem Paulus nach. Ja, ich folge dem Pastor nach. Ja, ich folge Bruder so und so nach. Solange er dem Herrn nachfolgt. Gleich wie er dem Herrn nachfolgt. Was heißt das? Wenn er dem Herrn ungehorsam ist, bin ich gleich wie er dem Herrn ungehorsam ist, bin ich ihm ungehorsam. Weil ich folge ihm so nach, wie er dem Herrn nachfolgt. Sobald er Sünde betreibt, bin ich raus aus dem Spiel. Sobald er mir ein falsches Vorbild lebt, bin ich raus aus dem Spiel. Das heißt nicht, dass du nicht mehr in die Kirche gehen sollst, dass du nicht unterordnen sollst, dass du das mitmachen sollst. Was er richtig macht, sollst du schon. Aber wenn er einen ganz groben Fehler macht, sagt, ja, du hast dich scheiden lassen, du kannst wieder heiraten, ist in Ordnung. Sagt, ist in Ordnung, ja, machen wir das einfach, machen wir es schnell, damit es keiner hört und sieht und so. Dann wirst du wohl sagen, das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht einfach Leute verheiraten. Ja? Das funktioniert nicht. Dann wirst du dich in dieser Sache nicht unterordnen, wenn du zum Beispiel ein Diener bist und du musst predigen und der Pastor sagt dir, predige bitte über dieses Thema, dass Geschiedene wieder heiraten sollen, andere Männer heiraten sollen. Sie sollen können natürlich ihre eigenen Männer wieder sozusagen sich versöhnen, das ist in Ordnung, oder der andere stirbt, dann können sie wieder heiraten, aber sonst geht es nicht. Dann wirst du dann diesen Dienst absagen müssen und sagen, ich werde heute nicht predigen über dieses Thema. Oder du predigst genau das Gegenteil, das ist noch besser. Du predigst genau das Gegenteil, und zwar im Willen Gottes, hey, ich weiß, die Meinung ist anders, aber die Bibel sagt, wenn du einmal geschieden bist, ist es zu spät. Okay? Das ist nochmal Unterordnung wichtig in diesen ganzen Bereichen, die wir heute gehört haben, aber es hat auch seine Grenzen. Wenn jemand mehr Ehre will als der Herr, dann bist du legitimiert zu sagen, nein, ich mache da nicht mit. Ich möchte zum Schluss noch beten.